Das Buch Emotionsbezogene Psychotherapie von Scham und Schuld. Wie bin ich auf die Idee gekommen, mich diesem doch sehr großen Thema zu widmen? Ich habe mich während meiner Diplomarbeit mit dem Thema Scham beschäftigt und habe festgestellt, dass es neben der Scham um die Erkrankung, die ich habe, tatsächlich auch noch eine Scham gibt, die mich in die Erkrankung treibt. Und genau das ist so ein Thema, was mich weiterführend über die Seminare Emotionsbezogene Psychotherapie viel stärker noch beschäftigt hat, auch durch die Resonanz der Kollegen, die in den Seminaren teilgenommen haben und die Ausbildungsteilnehmer. Und die immer wieder gefragt haben, aber was machen Sie denn bei Scham und Schuld? Und überflutende Scham und Schuld, das ist genau das Thema, wo viele, viele Therapeuten Angst davor haben und sich dort ein bisschen kompetenter zu erleben und mehr Strategien an der Hand zu haben und die Zusammenhänge ein bisschen besser zu verstehen. Das war das Ziel für dieses Buch und ich hoffe, dass ich Ihnen damit ein bisschen auf den Weg in der Praxis ein bisschen mehr Unterstützung angeboten habe.